Hallo, herzlich willkommen bei Olli Sportgaschemme. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich habe mich nochmal entschlossen, ein Video zu machen nach dem für mich überraschenden Punktgewinn in Leipzig, der meiner Meinung nach auch völlig verdient war, obwohl der FC dann über eine Halbzeit mit ein Mann Überzahl gespielt hat. Muss man vorsichtig sein, die Leipziger sind eine gefährliche Kontermannschaft. Man hat das beim 2-1 gesehen durch Nkunku und ich denke mal, mit dem 2-2 können wir alle zufrieden sein. Und hinten raus ist es eigentlich auch ein gerechtes Ergebnis. Für mich ein überraschender Punkt, der mich sehr gefreut hat. Ja, somit haben wir jetzt 4 Punkte, stehen eigentlich ganz gut da nach dem zweiten Spieltag. Ja, der Blick ist jetzt natürlich gerichtet auf Donnerstag. Das Qualifikationsspiel gegen Ferencváros FC aus Ungarn steht an. Donnerstag live auf RTL, könnt ihr das alle verfolgen. Ist es natürlich wichtig, dass die Truppe um Baumgart ein vernünftiges Ergebnis hinlegt, um beruhigt eine Woche später nach Ungarn zu fahren und das Ergebnis zu verteidigen. Also alles andere als ein Ausscheiden gegen die Truppe, ja, wäre mehr als enttäuschend. Also man muss mit aller Macht und Gewalt die Gruppenphase erreichen. Und ja, das birgt natürlich dann auch viele Gefahren. Dann spielen wir das erste Mal wieder nach 5 Jahren international. Ihr wisst, wie das letzte Mal ausgegangen ist. Das war traurig durch viele Verletzungen auch. Wahrscheinlich auch durch die Belastung, die Mehrbelastung. Ja, die wird dieses Jahr auch wieder anfallen und da heißt es, eine vernünftige Belastungssteuerung an den Tag zu legen. Das ist die Aufgabe von Steffen Baumgart mit seinem Trainerteam. Heute Morgen hat man trainiert, dann wird Dienstag und Mittwoch noch trainiert und dann muss man sehen, wie das Donnerstag ausgeht. Und sollten wir ja die Qualifikation schaffen gegen die Truppe aus Ungarn, dann sind mehr oder weniger nur noch englische Wochen angesagt, was für die Truppe und auch für Trainer und Baumgart Neuland ist. Wie gesagt, dann geht es nur noch Donnerstag, Wochenende bis zum 13.11. durch. Der letzte Spieltag, ihr wisst, bedingt durch die WM. Und da heißt es dann natürlich, vernünftige Belastungssteuerung an den Tag zu legen, damit verschiedene Verletzungen, gerade muskuläre oder Zerrungen, dass sowas vermieden wird. Ja, ich denke mal, die Truppe aus Ungarn sagt mir jetzt persönlich nicht viel. Sie haben einen deutschen Trainer und auch zwei deutsche Spieler sind da. Der eine, gut, hat nur Regionalliga in Hoffenheim 2 gespielt. Aber da führt kein Weg dran vorbei. Donnerstag muss die Truppe eben halt weggefegt werden. Und ich bin da auch wirklich sehr, sehr optimistisch. Und wenn man mit einem 1 oder mit 2 Tore Vorsprung nach Ungarn fährt, müsste es eigentlich auch reichen. Sicherheitshalber ist natürlich mit einem 3 Tore Vorsprung kannst du dann beruhigt nach Ungarn fahren. Ja, die Fanszene vom FC Köln hat sich auch was einfallen lassen. Bitte alle Donnerstag in Rot, egal wie, keine bunten Klamotten, sondern nur Rot nach dem Motto Europa gehört uns bis nach Prag, alle in Rot. Ja, Freunde, die ins Stadion gehen, befolgt das. Denn ja, die Ungarn werden dann Schrecken kriegen in so einem Stadion und dann vor voller Hütte. Ja, da werden die sich dann natürlich dementsprechend umgucken. Und wie gesagt, es heißt jetzt wirklich Belastungssteuerung vernünftig, was nicht einfach ist, hinzulegen, dass die Jungs sich gut regenerieren, auch zum nächsten Bundesligaspiel, was ja dann schon wieder Sonntag in Frankfurt ansteht. Der FC-Tross wird dann Samstag nach Frankfurt reisen, um Sonntag eben halt das Bundesligaspiel zu bestreiten. Und da wollen wir hoffen, dass wir da auch noch einen Punkt machen. Dann sieht die Sache ganz gut aus. Ja, das war's jetzt an der Stelle. Es wird schon wieder gemunkelt. Poyambolo soll diese Woche noch einen Vertrag unterschreiben, laut Geißblock. Aber ich hatte das bereits vorher eingehend gesagt. Ich beteilige mich an den Spekulationen nicht mehr. Wenn soweit ist, ist es soweit. Und wenn nichts passiert, passiert auch nichts. Ich war am Samstag wirklich zufrieden. Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung und ein völlig verdientes 2:2. Auch wenn wir Leipzig sich wahrscheinlich was Besseres ausgerechnet haben. Aber ich denke, auch die können mit dem Punkt zufrieden sein. Denn es hätte noch ganz anders ausgehen können. Wir hatten auch noch sehr, sehr gute Chancen. Ja, wie gesagt, macht sehr viel Freude im Moment und ich hoffe, euch macht es auch riesen Spaß. Ihr könnt es gerne mal kommentieren, eure Wunschergebnisse gegen Ferencváros FC. Und ich denke mal, ihr glaubt auch alle dran, dass wir in die Gruppenphase einziehen von der Conference League. Und dann haben wir heiße Wochen vor uns. Jedes Mal beim Heimspiel eine volle Hütte, wo dann dementsprechend Stimmung ist. Und was letztlich auch nicht verkehrt ist, der Geldsäckel wird sich füllen. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Tschüss, euer Olli. Ciao.